Kunstherz ist heutzutage ein Begriff für eine mechanische Pumpe, die in der Lage ist, die natürliche Funktion unseres Herzens zu übernehmen oder zu ersetzen. Heißt im Wesentlichen, das Blut durch den Körper zu pumpen. Das sind heutzutage mechanische Aggregate, die geräuschlos arbeiten, die letztendlich keinerlei Verschleiß aufweisen. Das heißt, diese Geräte funktionieren zuverlässig und wahrscheinlich über viele Jahre bis Jahrzehnte. Der Vorteil der modernen Pumpen ist, dass man sie komplett in den Körper implantieren kann, sie parallel an unser eigenes Herz angeschlossen werden, um dessen Leistung zu ergänzen bzw. zu übernehmen. Notwendig wird das grundsätzlich, wenn die Leistung des Herzens trotz allen anderen Maßnahmen, heißt Medikamenten und sonstigen Operationstechniken, nicht mehr repariert werden kann, heißt letztendlich in der Funktion tatsächlich ersetzt werden muss. Hier handelt es sich um das sogenannte Krankheitsbild der Herzinsuffizienz. Medizinischer Ausdruck steht für Herzschwäche. Herzschwäche kann verursacht werden, letztendlich sowohl durch den Muskel, das heißt die fehlende Durchblutung, die sogenannte klassische koronare Herzerkrankung. Es kann an den anderen Strukturen des Herzens liegen, die den Blutfluss durchs Herz regulieren, die sogenannten Herzklappen, Herzklappenerkrankungen. Es können auch globale Entzündungen an allen diesen genannten Strukturen dazu führen, dass letztendlich unser Herz nicht mehr die Pumpleistung vollbringen kann, die es von der Natur aus erreichen sollte, um genügend Blut durch den Körper zu pumpen und damit unsere Leistungsfähigkeit aufrechtzuerhalten. Eine terminale Herzschwäche oder Herzinsuffizienz, wie der Ausgangspunkt genannt wird, bei dem man über irgendeine Form der Kreislaufunterstützung oder Ersatzes nachdenkt, ist grundsätzlich eine seltene Erkrankung, allerdings doch so viel, dass ca. 1000 bis 1100 Menschen pro Jahr allein in der Bundesrepublik Deutschland daran erkranken und dann eben eine Hilfestellung brauchen, die über Medikamente hinausgeht. Herztransplantation ist grundsätzlich ein exzellentes Verfahren, was hier Hilfe leisten kann. Allerdings stehen den genannten Zahlen aktuell 250 bis 260 Organspender pro Jahr gegenüber. Daraus lässt sich allein schon ausrechnen, dass damit nur jeder Vierte überhaupt grundsätzlich versorgt werden kann. Und das ist genau die Stärke der mechanischen Kreislaufunterstützung. Hier handelt es sich um ein Produkt, was ich aus dem Regal nehmen kann und daher jederzeit, zu jedem Zeitpunkt, dem Patienten das Leben retten kann durch die Implantation einer solchen Pumpe. Grundsätzlich ist die Pumpe nicht ganz selten, wenn der Rest es zulässt, auch durchaus nur eine Überbrückungsfunktion bis zur Herztransplantation, das heißt bis zum Zeitpunkt, wo ein geeignetes Organ zur Verfügung steht.